Ich möchte dem Betrachter zeigen, dass es Lebenskonzepte gibt, die anders sind als unsere. Und bei diesen zum Teil großen Bildern ist natürlich auch der Wunsch und der Glaube da, dass man eben auch da vorne stehen kann und hineingezogen wird, ohne große Erklärung. Das ist schon ein sehr wichtiger Schritt, jetzt diese Ausstellung und das Buch vor allem auch. Das war eigentlich der Anlass, dass die Ausstellung zustande gekommen ist. Da habe ich natürlich jahrelang immer wieder versucht und jetzt ist es hier und das bin ich sehr glücklich darüber. Und ich bin sehr glücklich über die Ausstellung und das Buch, wie es herausgekommen ist. Aber Haiti wird mich nicht einfach so, es geht nicht einfach so weg. Ja. La vie m'a prise à revers de mes songes. Je la regarde droit dans les yeux et lui dis, l'espoir n'est pas ma seule réponse. Was sicher faszinierend ist für mich, ist, wie er den Betrachter ins Geschehen hineinzieht. Es ist dunkel, es ist unglaublich bewegt, es ist sehr dicht. Es hat wirklich etwas total Anziehendes und auf der anderen Seite, was man sieht, ist dann doch immer bedenklich eigentlich, gibt einem zu denken und stellt dann wieder eine Distanz her, die man als Betrachter auch haben muss natürlich. Ja, der Titel ist ja die endlose Befreiung. Und da ist natürlich die endlose Befreiung Haitis gemeint damit, aber sehr wahrscheinlich auch ein bisschen meine eigene. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt einfach zu Ende ist. Das ist unmöglich, oder? Das ist, Haiti ist ein Teil von mir selber geworden und es ist unvorstellbar, dass ich nicht weiter dorthin gehe und weiter auch dort arbeite. Mon rire est aussi large que ma douleur. Mon partage plus chaud que le pain à l'aube. Homme, je porte sans témoin les coups et blessures. Femme, une force est endormie dans le balancement de mes hanches.